Hallo liebe YouTube-Gemeinde, liebe Freunde, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich wieder zu einer neuen Sendung mit dem KK-Team Auswandern Thailand. Heute mit einer Aktion im Garten, das Kettensägen-Massaker, sage ich jetzt mal. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen im Garten zu machen. Interessiert euch bestimmt, gefällt euch bestimmt, Action ist angesagt. Und später noch gibt es auch noch richtig tolles Essen zwischendurch. Das alles, wenn ihr heute in dem Video seht. Das alles aber erst nach dem Intro. Euch viel Spaß und los geht's! Caravan macht halt, wäre einer auf Berserker, wäre alles radikal abgeschnitten und gestutzt, aber sie hat recht, wenn man das nicht macht, wird man nicht her. Man muss immer am Schaffen sein und immer alles wieder klärstutzen. Und Löwe wie, mein Kleiner. Sag mal Hallo zu unseren Abonnenten, Schatzi. Achso, guten Morgen. Jawohl. Hast du geschlafen? Jawohl, hat alle gut geschlafen, ne? Wir haben jetzt seit Morgen, ja, so richtig Morgen haben wir nicht. Aber, naja. 9 Uhr haben wir schon. 9 Uhr haben wir schon. Ziemlich spät für uns. Wir sind normal immer ganz früh unterwegs, ne? Da kommt der Tiger aus dem Gestrüpp, ne? Hallo, Paula. Und du? So, und die Lack ist am Aufräumen, die Korwan macht die Bärsäge, schneidet alles ab, die Lack macht es zusammen. Das ist Teamwork, ne? Ja, ja. So, und ich mache jetzt gleich Löcher und du Bämblonze. So, meine liebe Korwan hat mir eine Aufgabe gegeben. Ich soll deine Topdo leer machen, Blumen nicht aber kaputt machen, die kann man irgendwo anders hinsetzen. Und da will es nämlich was Neues, Schönes hinpflanzen. Dein gefällt dir nicht, muss raus. Also, machen wir dann so. Gut, können wir mal gucken. Sieht natürlich jetzt ziemlich brachial drauf aus, wenn ich mit dem Brecheisen drauf gehe. Wenn ihr aber sehen, was da für alte Bämchen drin hocken, dann wissen wir, dass das gar keine andere Möglichkeit gibt, die hier auszuschaffen. Oh, der kommt doch gut, ne, die Pferde? Nee. Ja, nur. Achso, jetzt kann er einen. Okay, nein, lieber mein Gott. Nicht dein Hack. Thank you.
Oh, Mission fast beendet, aber leider Patient halb tot. Der Ring hat es nämlich geschafft, aber der wird jetzt noch weiter benutzt. Er lebt noch und da lebt er noch die nächste 10 Jahre. Ja, Mission beendet. So, wenn ihr noch keine Chinchok-Eier oder Gecko-Eier gesehen habt, hier sind Gecko-Eier. Für mich eine der kleinsten Eier, die ich je gesehen habe. Ich zeige euch meinen Finger nebendran. Schaut an. Das ist mein Zeigefinger, nur im Vergleich. Und das sind drei kleine Gecko-Eier. Mal ganz interessant, wenn man das noch nicht gesehen hat, ne? Heute bei Auswandern Thailand das Handsägenmassaker. Und wieder ein Stich. Habla. Hopp. Also schließlich das nächste Mal für Feuerholz. Ne? Und wieder ein Stich. Der hat doch gelacht, ne? Berserker! Auch hier schließlich Grillholz, ne? So, da hat unser Korallenlehrer alles von möglichen Töpfer benutzt, um irgendwelche Sachen zu pflanzen. Die findet ja immer was. Eigentlich müsste man Gärtnerreif machen. Wir haben Pflanzen ohne Ende. Uns kommen immer neue dazu. Korwan schellt immer über unsere Oma, weil die Oma immer alle Tippchen nimmt für irgendwas zu pflanzen. Da werden 3-4 verschiedene Pflanzen drin gemacht. Aber im Grunde macht es das ja genauso. Sag ich, ich tue alle Jahre tue mal von einem Platz zum nächsten wieder neue Tipp. Und Schätzel, wie weit bist du? Luft hole. Was? Niese. Oh ja, Gesundheit, mein Schatz. So, ich habe mein Sägenmassaker hinter mir. Holz ist klar. Noch ein bisschen die Karawan filmen. Dass das sehen, dass die Arbeit schafft, dass die nicht faul im Bett leid. Hör auf, hast recht. Ich glaube, die Leute kennen dich mittlerweile schon, da du so eine nicht bist. Ja. So ist unser Aufräumteam. Hallo! Ja. Sagen wir Hallo Deutschland! Hallo Deutschland! Hallo Deutschland! Jawohl, super! Gut gemacht jetzt, so hübsche! Ja. Unser Aufräumteam werden bewacht von unserem Ältesten. Hallo Toll! Was du schon wieder rieche, hä? Mr. Toll. Los, Großer. Hä? Los, Großer. Ja, mach ja nicht ein, ne? Nein. Dann feier die Mark. Ja, aber
Nee, vom bei nun. Bei nun, kapum. Mönn tam Barbecue mehr. Tam fei ich vom Barbecue. Will er nie tam fei dabei mag? Will er nie now? No? Dabei tam fei noch nie. Du bist das allerbeste Personal, wo auf dem Bäum leid, nur fressen tut und dann bellen, wenn er lustig ist. Nee, er bellt gut. Unser bester Bewahrer ist das. Unser allerbester Bewahrer. Was sind denn das für Blumen, Schatz? Auf Thailändisch? Mila. Ah. Oh. Päuschen. Ah, so. Päuschen. Päuschen. Aller gut. Da muss ich immer gucken im Internet, was das heißt. Päuschen. Was das für Blumen sind. Leute hat gesagt, Chinesen sagen immer, wann, wie viele Blumen und Good Luck oder irgendwas. Ach so, so viele Blumen. Also immer, wenn so Glückszahlen ja. Da sind, da hätten wir ganz viel Glück. Ja. Naja, gut, vor Glück können Menschen nicht mehr retten, von den Blumen haben wir ganz viel. Ja. Guck ich mal im Internet, was das kennt. Ja, genau. Ich habe nur gehört, aber ich habe nie gelernt. Mein Freund im sexy Outfit, wie ich doch die orangenen Gummistiefel liebe. Ja, ist halt überall Arbeit, an jedem Eck, wo man so ein großes Grundstück hat. Da hat man aber 1000 Ecke. Hallo? Wie hast du vorhin gesagt, du müsst 10 Hände haben. Ja. Allerdings. Da Garten. Da hast du recht, aber ehrlich. Wir machen so. Lustig sind. Okay? Ja, wir machen so, wie wir lustig sind. Genau so ist es. So sehe ich das auch. Na? Wir kriegen kein Geld davor, also machen wir dann, wenn wir lustig sind. Ja. Aber wir sind oft lustig. Ja. Da haben wir auch wieder neu ingepflanzt und ich dappes und vergesse das Wasser gerade auszudrehen. Hat es Überschwemmung gegeben. Da haben wir wieder neue Sachen ingepflanzt und wieder Kuhmisch drin gemacht. Meine Frau macht immer Kuhmisch drin, wenn sie neu inpflanzt. So, da haben wir verschiedene Sachen eingepflanzt. Schauen wir mal, was alles dabei rauskommt. Ne? In deine Baum muss ich auch noch schneiden. Das Wasser ist mir ein bisschen kalt. Da muss ich ins Wasser hingehen. Naja, gut, weiß schon mal. Gut, machst du das? Weitermachen. Wahnsinn, bitte. Ja, genau, richtig. Umtopfe, aus dem Plastik raus, ja, in die schöne Steintöpfchen. Oh oh. Da am Gartenteich die Bananen, die wachsen immer wieder da. Da habe ich ständig Bananen an deine paar Bäumchen. Wie viele Bäumchen habe ich? 5 Bäumchen, aber ständig Bananen dran. Haben wir echt. Da haben wir jetzt in der Trockenzeit auch wieder alles runtergeschnitten. Jedes Bäumchen muss so geschnitten werden, dass es ordentlich ist. Ne? Sind das keine schöne Orchidee? Ne?
I cannot eat spicy food, so I say pet my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.